Wieso sind Sie von Müller weggelaufen? Okay, die beiden haben zwar kein Alibi, aber ich denke, das war ein ganz normaler Teenager-Zoff. Die Peinlichkeit der nassen Hose, also ich finde das glaubhaft. Also, dass das in so einer Gewalttat endet, kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Ich meine, das sind doch Kids, Jugendliche und keine Psychopathen. Und es wurde keine DNA von ihnen an Tatwaffe oder Opfer gefunden. Gut, dann lassen wir die beiden vorerst mal nach Hause gehen, ja? Was anderes, ich habe gerade mit Anja Conradi telefoniert. Hat der Junge seinen Rucksack gepackt und wollte zu Tobi ziehen. War das am Tag des Mordes? Zimmer ihres Sohnes einen Rucksack mit fremden Sachen gefunden hat. Ich komme gerade aus der KT. Billy meint bei den Spuren an der Laterne. Ja, sag ich Schwedisch. Gut. Nein, aber von seinen Kollegen kann sich niemand erinnern, ihn gesehen zu haben.